So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Da ist der Hannes. Guckt ihn euch an. Der Hannes hat mega Bock auf Mega Absol. Jo. Denn das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass Mega Absol in den Raids ist, seitdem ich den Habanero Free-to-Play-Account habe. Das heißt, ich habe noch keine Mega-Entwicklung durchgeführt. Ich muss einen machen für die Energie, den dann entwickeln. Ich habe einen auf der Hand, ich kriege aber noch einen aus dem Raid. Und dann hat mir ein Vögelchen noch eins zukommen lassen oder möchte gleich zukommen lassen, das seht ihr aber gleich. Und dann gucken wir mal, welches das Beste ist und was wir davon entwickeln. Wir stehen jetzt hier eigentlich an der Blütenzeichnung. Das ist das da hinten. Das ist das Gebäude mit der Blütenzeichnung dran. Das seht ihr hier an der Wand. Das sieht schön aus, das ist wunderbar. Hier ist so eine Litfaßsäule, die habe ich mal eingereicht damals als Pokestop. Wurde natürlich abgelehnt. Ist halt, wäre da jetzt ein Gemälde dran, wäre das wahrscheinlich durchgegangen. Aber weil da der Inhalt wechselt, weil da immer Plakate dranhängen, ging das halt nicht durch. Ne? Schade, aber eigentlich kann man sowas auch einreichen. Müsst ihr vorher halt was dran malen. Was das für immer dran ist. Jetzt will ich ganz kurz einen Trade machen, mein Spezialtrade für heute mit der Shenaya. Grüße gehen raus. Mensch, der Hannes ist halb tot, hört ihr das? Der keucht in einer Dur. Ich glaube, der hat heute noch kein Bier getrunken. Das sind die Entzugserscheinungen. Das ist ganz normal. Deswegen, ihr müsst mehr Bier trinken, damit ihr wieder atmen könnt. So kommt es mir manchmal vor. Ich habe gerade gesehen, und beim Hannes liegt auch ein Sixpack Corona auf dem Boden, leer. Vielleicht kommt es auch daher, der Corona-Hannes, der Coronis-Hannes, weil der Sixpack getrunken hat am Morgen, hat er jetzt Probleme, kann nichts mehr machen. Hier ist der Raid. Hier ist eine gelbe Arena. Hier setze ich jetzt was rein. Hier lasse ich das jetzt so drin. Jetzt gehe ich mal auf mein Profil. Dann habe ich jetzt hier eine Anfrage. Dann möchte ich jetzt mal einen Trade machen. Dann nehme ich jetzt mal dieses Flampion. Und jetzt werdet ihr staunen und denken, was tauscht der denn da für komische Sachen? Da ist ein Tektas, das habe ich nämlich noch nicht, das Pokédex-Eintrag. Und es gibt etliche Leute aus der Community und so, die mir in letzter Zeit helfen, mein Pokédex zu vervollständigen, weil bevor ich das alles mal entwickle und mache und tue, das ist ja alles egal. Das heißt, wir tauschen uns das für 800 Staub, das ist günstig, und dann können wir es direkt verschicken. Wir müssten es noch nicht mal bewerten, wir haben es trotzdem bewertet und weg ist es. So, Hannes, ich gehe gleich mal bei dir drauf, gehe auch mal auf Tauschen. Ich hoffe, du bist soweit. Der Hannes hat nämlich noch was vorbereitet. Der hat so viele Absol gehabt und so viele Hunderter und Shinies und so viele Bonbons, dass er gesagt hat, er würde mir eins auf Level 40 pushen und das Level 40er Absol rüber traden auf meinen Account. Kriegst von mir auch hier ein Macholo. Das kannst du dann wenigstens kostenlos entwickeln, wenn es ein gutes ist. Jetzt gehen wir einfach hier rein. Meiningen, Thüringen gegen München, Bayern. Was denkt ihr, wer gewinnt? Ne? 3-1 ist mein Tipp. Jetzt laufen wir noch mal ein Stück hier rüber. Dann werden wir gleich den Hannes noch mal von hinten sehen. Und dann haben wir hier sein Absol, was jetzt schlechter geworden ist. Ich glaube, das war bei 2600, weil es ja ein 100er war eigentlich. Jetzt hat es 2441, 2 Sterne, aber ist auf Level 40. Und das werde ich wahrscheinlich dann zum Mega-Absol machen. Dafür brauche ich jetzt aber Mega-Energie aus dem Mega-Raid vom Mega-Absol. Und habe immer noch 4 Minuten, bevor es losgeht. Da kann ich noch mal ausmachen. Hannes, wollen wir gleich ins Krankenhaus oder erst später? Na, gar nicht. Gar nicht. Sterben tue ich alleine. Da brauche ich keine Hilfe. Esst nicht den Salzchip. Ihr seht, was passiert, wenn ihr den Salzchip esst. Ihr kriegt schwarze Klamotten und die Haare fallen aus. Genau. Das ist wichtig. Durch das Natrium. Ich bin zwar kein Arzt, kein Doktor, und die auf der Seite haben mir versichert, das ist unbedenklich und das kann jeder verzehren. Aber die haben wahrscheinlich wieder gelogen, wie ich jetzt aus dem Zuschauerbereich erfahren habe. So, wir melden uns zurück beim Raid. Müssen wir dann noch in Rewe, müssen noch Pfirsichringe kaufen. Stimmt, genau, die fehlen ja auch noch. Und dann können wir noch mal netter gucken, ob es Schnitzelfritz gibt. Bezweifle ich sehr. Everyday Schnitzelfritz. Naja, aber irgendwann kriegen die doch mal Lieferung. Ja, wahrscheinlich aber nicht am Samstag und deswegen gibt es wieder nichts. Mittwoch dann immer. Ist Montag noch mal eine Möglichkeit und Dienstag auf dem Weg. So, wir sind zurück. Der Raid geht jetzt gleich auf. Wir gehen jetzt schon mal hier drauf. Jetzt haben wir daneben gedrückt auf Snubbull. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir drehen es mal in die Richtung. Haben jetzt hier das Mega Absol. Das Gute ist, das Ding ist einfach nur Typ Unlicht.
Was ist Darkrai? Typ Unlicht. Das heißt, ihr könnt genau die gleichen Konda, die ihr gegen Darkrai verwendet, auch gegen Absol nehmen, gegen Mega Absol. In meinem Fall ist das natürlich Kampf. Hier ist die Maromai-Armee. Das passt. So, wir sind 3. Mit Shenaya 4, mit Sarina 5. Wenn wir 5 sind, können wir theoretisch schon alle bereit drücken. Beziehungsweise der Samyang hat schon bereit gedrückt. Schwarte nur auf die Sarina und dann geht's direkt los. Mal gucken, ob der Ready-Button uns heute wertvolle Zeit spart. So, 2 von 4 sind bereit, aber es fehlt immer noch. Ein Mitspieler fehlt noch. Was ist da los? Wenn ich drücke, ich kann nicht drücken, ich habe Angst. Nicht, dass diese, Handy kaputt, App abgestürzt. Polizei hat das Coronis gefunden, jo. Das leere Sixpack und deswegen. So, ihr habt ja auch zum Beispiel Terrakium drauf, Hariyama und 4x Maromai auf dem anderen. Beim ersten seht ihr ja, das ist ja das, was abgescreent wird. 6x Maromai. Das muss reichen. Wo ist Sarina? Oh, jetzt stand 5 dort. Und? Passt. Ich drück mal auf bereit. Hast du auch bereit gedrückt? Ja, schon längst. Schon längst? Dann warst du der Zweite, ich der Dritte. Mal gucken, ob die Mädels auch bereit drücken. Und wir gemeinsam das jetzt überspringen. Ja gut, es sind eh nur noch bei 25 Sekunden. 4 von 5 bereit. Jo. Vielleicht wird... Oh, jetzt. Alle sind bereit. Alle haben den Bereit-Button gedrückt. Was für ein heftiges Feature. Jetzt haben wir dadurch 5 Sekunden gespart. Weil bei 10 Sekunden wäre das ja eh nicht mehr und so weiter. So, wir sehen ein stinkendes Maromai gegen einen Absol. Ein engelsgleiches Absol mit Flügeln, was halt richtig schön aussieht. Hauen jetzt hier drauf. Da ist Wuchtschlag, da ist auch Wuchtschlag. Das andere hat sogar Rambos, warum auch immer. Rambos ist eine Attacke, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. Weder in Raids noch in der GBL. GBL spielst du ja glaube ich auch eher Kreuzhieb, sagen sie immer. Kein Wuchtschlag, machst du Kreuzhieb. Jetzt müsste ich für die GBL nochmal 10 Stück ranzüchten, obwohl da ja eins reicht, habe ich nicht, spiele eh keine GBL. Also meine haben alle Wuchtschlag, das reicht. Mit was kämpfst du gerade? Wuchtschlag, also mit Meistergriff. Meistergriff. Deswegen hält sich der Hannes auch am Auto fest, denn der hat den Meistergriff raus. Jo. Der weiß, wie man sich festhält, damit ein 100er aus dem Raid schlüpft. In Shiny. So. Wir vergleichen die Werte. Die Werte weiß ich nämlich nicht. Wühlen uns hier durch. 225 Energie, das passt, das reicht. 14,06. Na, ich sehe schon, der Samyang hat 14,08. Und der Hannes hat... 14,22. 14,22. Der Main hat wieder das Schlechteste, obwohl das ja nicht mal der Main ist. Egal, das packen wir ein. Ich glaube 14,56, glaube ich, 100er, glaube ich. Woher weißt du das? Dann hauen wir jetzt hier den Ball drauf. Ach, du rätst einfach. Ja. Wie Marie, wenn wir immer wer mit mir mehr spielen, ja. Da wird auch immer geraten. Das ist natürlich drin im ersten Ball. Das ist ja relativ leicht zu fangen. Gefühl, das ist ja ein Dreier-Raid jetzt, wenn ihr es fangt. Und die sind ja eigentlich relativ schnell drin. 3 Sterne, 15 Angriff. 91 habe ich. 15, 11, 15 hat der Hannes. Aber 14,06, das ist mir halt zu schlecht. Trotzdem, ich gehe jetzt mal hier auf Absol. So, und dann seht ihr, ich habe da 3 Stück. Das ist das aus dem Raid eben, total frisch. Das ist das Level 40er, getauscht vom Hannes. Und das ist noch eins mit 3 Sterne. 14, 14, 12. Das ist eigentlich das Beste, gerade auch von der Bewertung her. Das würde am höchsten kommen von den WP. Aber mit Absol macht ihr ja eh nichts. Ihr greift damit ja jetzt keine Raids an oder so. Das ist das Größte, das ist das Schwerste, was ich habe. Deins ist nicht mehr das Größte und Schwerste. Ich werde trotzdem aber Hannes seins entwickeln. Weil es sonst sinnlos gewesen wäre, dass er jetzt Staub und Bonbons ausgibt dafür, um mir das zu tauschen, wenn ich es jetzt gar nicht entwickle und das andere nehme. Also entwickle ich jetzt das. Das kommt so ins Thumbnail und hat dann gleich hier 3203. Und höher geht es auch nicht, weil da werde ich auch keinen Staub dran verschwenden. Ihr seht ja selber, ich habe gerade mal 60.000 Staub. Also
die guten Zeiten sind vorbei, die fetten Tage sind vorbei. Das muss jetzt hier so bleiben. Danke, Hannes, dass ich jetzt diesen Ramon auf der Hand habe, der einfach so heißt wie ich. Was für ein Zufall. Habt ihr ein gutes Mega-Absol? Macht ihr Absol-Raids? Wahrscheinlich nicht. Das machst du einmal, entwickelst es und dann bist du fertig. Und dann halt immer mal, wenn es wieder kostenlos geht, um deinen Mega-Decks und deine Medaillen zu pushen. Wir werden jetzt noch Pfirsichringe besorgen und würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.